Ja, guten Tag zu einem neuen Frontbericht aus Charlottengrad. Sie sehen schon etwas ungewöhnliche Umgebung heute. Ich bin hier im Deutschen Bundestag, da bin ich hingekommen nach der Bundespressekonferenz. Und in der Bundespressekonferenz habe ich heute die Sprecherin von Angela Merkel gefragt, was es denn für wissenschaftliche Erkenntnisse gibt für den Nutzen des Lockdowns. Denn es gibt jetzt eine neue Studie aus den USA, eine wissenschaftlich auch belegte Studie von John Ioannidis. Und diese Studie, die besagt, dass der Lockdown nichts nutzt und dass er sogar Risiken mit sich bringt. Schauen Sie sich die Antwort der Bundesregierung auf meine Frage heute an. Pflegeheimbewohner. Schönen Dank. Dann hat der Reitschuster jetzt die letzte Frage zum Komplex Corona für heute und dann wollen wir noch zwei, drei andere Fragen. Ja. Eine Frage an Frau Demmer in erster Linie und gegebenenfalls auch an Frau Nauber. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, rät ja von harten Lockdowns ab und nun gibt es eine neue Studie von John Ioannidis und anderen, einer der renommiertesten Medizinwissenschaftler, der auch für die Weltgesundheitsorganisation publiziert. Und in dieser Studie, die Anfang Januar erschien, kam er zu der Schlussfolgerung, kein Nutzen durch Lockdowns, aber Risiken. Die Studie ist auch peer-reviewed, ist also sehr solide. Meine Frage wäre, kennen Sie diese Studie, wie gehen Sie damit um und was haben Sie für den Lockdown für wissenschaftliche Studien gehabt, die auch peer-reviewed sind und die begründen, die für die Bundesregierung die Grundlage liefern dafür, dass der Lockdown etwas hilft? Ich kenne da nur das Leopoldina-Papier, das ja aber nur 4 Seiten umfasst, also keine Studie ist. Was haben Sie denn für konkrete Studien? Danke. Herr Reitschuster, wie üblich nehmen wir hier ja keine Stellung zu einzelnen Studien und einzelnen Untersuchungen einzelner Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Aber lassen Sie mich ein paar ganz grundsätzliche Anmerkungen machen, auch wenn wir hier schon wiederholt darüber gesprochen haben. Die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin holen sich ihre Expertise von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den unterschiedlichsten Fachgebieten und Forschungsgemeinschaften und informieren sich dort. Ich darf Sie kurz daran erinnern, dass die Bundeskanzlerin ja in der Debatte zum Bundeshaushalt 2021 am 9. Dezember, was sie da zur Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse gesagt hat. Sie glaube daran, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind und an die man sich besser halten sollte. Also wissenschaftliche Erkenntnisse können und sollten also politische Entscheidungen grundieren, aber ersetzen können wissenschaftliche Erkenntnisse politische Entscheidungen selbstverständlich nicht. Ergänzung, Frau Nauber? Nein, ich kann dem nichts hinzufügen. Zusatz, Herr Reitschuss? Haben Sie aber meine Frage nicht beantwortet, weil die Frage war ja, welche konkreten wissenschaftlichen Studien gibt es? Und Sie sagten jetzt, die Bundeskanzlerin glaubt daran, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Also wir haben 83 Millionen Menschen im Lockdown und der Glaube der Bundeskanzlerin ist da etwas wenig. Was für konkrete wissenschaftliche Studien gibt es nicht? Und es gibt jetzt eine fundierte Studie, die sagt, das bringt nichts. Und Sie sagen einfach, Sie kommentieren das nicht. Also wenn 83 Millionen Menschen im Lockdown sind, dann hätten die wahrscheinlich gerne eine Begründung, warum man so eine Studie dann nicht zur Kenntnis nimmt oder nicht darauf reagiert. Also ich möchte gerne richtigstellen, ich habe nicht das kommentiere ich nicht gesagt, sondern wir kommentieren grundsätzlich keine einzelnen Studien. Habe aber darauf hingewiesen, dass Wissenschaft in unterschiedlichsten Ausprägungen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Fachgebieten sehr wohl Grundlage sind für die Entscheidungen, die die Bundesregierung dann trifft. Aber vielleicht kann ich auch diese Gelegenheit nutzen, noch mal ganz grundsätzlich zu sagen, wie die Bundeskanzlerin die Lage einschätzt, wenn Sie auf den Lockdown hinweisen. Die Bundeskanzlerin hat ja nun mehrfach darauf hingewiesen, wie ernst die Lage ist. Sie geht davon aus, dass die kommenden Wochen und Monate wohl die schwierigsten in der Pandemie sein werden. Das hat sie auch jüngst in ihrem Podcast am Wochenende ausgeführt. Sie hat darauf hingewiesen, dass die Erkenntnisse über die Mutation des Virus jetzt die Sorgen in diesem Augenblick nicht geringer machen. Und Ziel ist es nach wie vor, die Neuinfektionen deutlich zu senken, um die Gesundheitsämter wieder in die Lage zu versetzen, die Neuinfektionen nachzuverfolgen. Die Impfungen machen uns Hoffnung auf Besserung, aber trotzdem zeigt uns die Lage vor Ort in den Krankenhäusern, wie ernst die Lage ist.
Aber Sie können keine konkrete Studie nennen. Sie haben wieder nicht auf die Frage geantwortet, was es für konkrete, wissenschaftlich belegte Studien gibt für die Nutzung des Lockdowns. Herr Reitschuster, andere haben auch zwei Nachfragen. Es geht doch gar nicht um die Frage 2 oder 3 jetzt hier konkret. Die Bundesregierung hat die Antwort gegeben, die sie gibt. Mit der kann man nicht zufrieden sein, das gestehe ich Ihnen zu. Und alles Weitere ist dann Ihre Bewertung. Ich frage überlasse ich auch Ihrer Bewertung in Ihrem Portal. Das gilt grundsätzlich für alle Kollegen, die hier im Saal Fragen stellen. Wenn die Bundesregierung die Fragen so beantwortet, wie sie beantwortet, müssen wir sie bewerten als Journalisten. Das tun wir dann auch in unseren Medien. Schönen Aber Tag. Darf sie doch selber antworten. So, jetzt... In meinen Augen eine beachtenswerte Antwort. Zum einen will man zu der Studie überhaupt nichts sagen. Man kann auch keine Studien nennen, die das Gegenteil belegen. Für mich wirklich faszinierend. Auch die Aussage, die Kanzlerin glaube an wissenschaftliche Erkenntnisse, beziehungsweise sie glaube, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Zu glauben, dass es Erkenntnisse gibt, ist natürlich schön, aber es wäre doch sinnvoll, wenn man diese Erkenntnisse wirklich belegen könnte. Die Frage, die ich mir hier stelle, ist, warum sind 60% der Deutschen für diesen Lockdown, für den es keine belegbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt? Wenn die Studie von Ioannidis kennen würden, dann würden sie es vielleicht anders sehen. Sehr interessant ist, dass jetzt Journalistenkollegen und auch Aktivisten glauben, sie könnten diese Studie widerlegen mit kurzen Artikeln. Das finde ich bemerkenswert, denn Wissenschaft ist immer noch eine Sache für Wissenschaftler. Und wenn man dann glaubt, man könne hier irgendeine Kleinigkeit ausführen und dann eine ganze peer-reviewte Studie widerlegen, dann zeugt das in meinen Augen fast schon von Größenwahn. Interessant, dass beim Klimaschutz niemand auf so eine Idee käme, dass man wissenschaftlichen Studien nicht glauben dürfe. Wir leben in verrückten Zeiten. In diesem Sinne ganz herzliche Grüße direkt aus dem Deutschen Bundestag. Alles Gute, ciao.